ist denn das so bei den Aufgaben? So, wenn ich mir die Krawatte von Jan Hofer heute angucke, wäre die bei Ihnen heute durchgegangen, hätte der damit die Nachrichten lesen dürfen? Er hätte es nicht gemacht. Er hätte es nicht gemacht. Nee. Aus Respekt vor ihm. Das weiß er selber. Er hat so einen guten Geschmack. Nein, wirklich, Jan. Er hat einen tollen Geschmack. Das war also muss er einmal wissen. Die Fehlgriffe leistet er sich immer hier bei uns bei in der Sendung. Ja, hier ist das auch okay. Hier passt. Deine Frau hat gesagt, ich hätte die letzte Krawatte aus einem alten Sofa ausgeschnitten. Ich habe ein neues Sofa gefunden. Aber wie weit geht denn das so? Einfluss der Chefsprecherin? Wie werden Nachrichten präsentiert? Werden da auch die Fingernägel der Moderatoren angeguckt oder ob sich jemand anständig den Hals gewaschen hat? Oder geht es ausschließlich um so eine Frage, welches Sakko ist es? Nein, es geht auch nicht um eine Frage, was für ein Sakko ist es, obwohl, wenn ein Sakko total daneben liegt. Also es hat bis jetzt einer, der auch einen unglaublich guten Geschmack hat, nämlich Wilhelm Wieben, mal einen Sakko, das hat er auch öfter getragen, das liebt er heiß und nicht, das nannten wir das Frischlings-Sakko. Ja, das war so ganz groß gemustert und sah aus wie so ein Frischling, also so ein junges Reh oder so. Oder so ein, ne? Wildschwein. Und, ja, oder Wildschwein ist es, ja. Ich weiß nicht, also Frischling jedenfalls. Da hat er sich total verhauen, aber er war so verliebt in dieses Sakko, in dieses Jackett. Und da musste man ihm dann mal sagen, Wilhelm. Sie haben ihn aber überzeugt. Also das haben wir ihm vorher schon gesagt. Nein, eine Chefsprecherin hat ganz andere Aufgaben. Also eine Chefsprecherin hat den Dienstplan zu erstellen. Das mache ich aber zusammen mit Jo Brauner und mit Jan Hofer. Also wir machen das so zu dritt. Weil das ist eine schreckliche Arbeit. Ganz akribisch muss das sein. Und wir sind ja alle freie Mitarbeiter. Heißt, jeder hat diverse Geschichten drumherum zu tun. Jan moderiert alle 14 Tage die Riverboat-Talkshow. Und alle anderen machen auch irgendwas. Also ganz viel, ja. Werner Feigl hat früher, Ihr Vorgänger Werner Feigl, hat früher nachts, wenn er bei Kollegen, wenn ihm da so eine falsche Aussprache aufgefallen ist, angerufen. Wie oft greifen Sie nachts zum Hörer? Nee. Also ich gucke in der Nacht nicht. Was ich mache, ich zeichne alle Tagesschauen 20 Uhr auf, wenn ich sie nicht sehen kann, weil ich mal vielleicht irgendwo anders bin. Und dann wird auch schon mal drüber gesprochen hinterher. Aber das mache ich nicht am Telefon, sondern in der Besprechung und nicht nachts. Sie schmeißen niemanden aus dem Bett raus. Nein, da gehen wir Kaffee trinken und dann wird das nennt man Mitarbeitergespräch und wir nennen das dann Anschluss unter vier Augen. Antrittsbesuch. Herr Merbold, wissen Sie, wie man auf einer Toilette ein Tennisturnier gewinnen kann? Nee, habe ich überhaupt keine Idee. Die Erklärung liefern wir jetzt. Boris Becker hat am Abend das WCT-Turnier in Dallas, die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft, gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6:4, 1:6, 7:5 und 6:2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Das Wetter. Wie lange haben Sie noch nach der Sendung weitergelacht? Also ich hätte wahrscheinlich, wer hätte mich nicht eingekriegt, aber damals hatten wir noch einen Aufnahmeleiter im Studio. Mhm. Und der sagte so, so schrecklich zu mir, Frau Berghoff. Und da bin ich richtig wieder aufgewacht, da war der Nachtkampf vorbei, sonst hätte ich noch. Ich hätte mich Stunde. Gar nicht mehr. Der hat auch nicht genützt, was man sonst macht. Ich mache, wenn ich einen Nachtkampf kriege, dann knall ich mir diesen Daumennagel ins Fleisch, ganz doll. Fast, dass es. Oh, das tut weh. Machen Sie das mal. Und das tut aber. Soll ich mal bei Ihnen nachgeschlafen? Guter Sean, Ihr schönster Versprecher? Oh, den kann ich hier gar nicht erzählen. Der ist klar, unglaublich. Klar, logisch. Wann? Ich habe zur Eröffnung des Maritim hier in Dresden eine Einladung gehabt, das Programm zu moderieren. Das habe ich auch getan und im Anschluss daran war großer Bahnhof, stand ich im Abendkleid mit einem Glas Champagner etwas verkrampft in der Halle. Mein Gatte neben mir im Smoking und da fragte mich der Chef des Hauses, was ich denn in den nächsten Tagen machen werde. Und da habe ich gesagt, auch ich habe 2 Tage frei, da mache ich nur die Beine breit. Und da sehe ich so ein Entsetzen im Auge meines Mannes und schreie, hoch, hoch! Und die waren alle stumm und ich musste so lachen, dass ich dann da gekniet habe mit dem Abendkleid und dem Champagnerglas. Aber da mussten sie auch alle lachen, weil ich so gelacht habe. Es war Entsetzen in der Runde. Ne? Aber sie haben mich nach 5 Jahren wieder eingeladen. Ja.